Ja, Hallihallöchen. Ja. Eine der Stimmen in meinem Kopf meinte schon, sie wird gleich wieder abwesend sein. Super. Ja, gucken wir doch Weil mal. nicht nur geistig abwesend, sondern auch körperlich. Na, da du nur eine Stimme in meinem Kopf bist, kannst du nicht körperlich abwesend sein. Nein, wenn ich eine Stimme in deinem Kopf bin, bin ich immer körperlich abwesend. Gut, jetzt muss ich selber erstmal gucken, was machen wir denn hier? Gucken. Schauen, der Händler müsste ja da sein. Mal gucken, ob wir vielleicht Weinsamen kriegen. Ach, da ist er ja. Hey, Compadre, wie geht's denn so? Ah, Traumkerne, genau. Ist jetzt halt die Frage, wollen wir uns schon silberne oder kupferne leisten? Ich würde mal sagen, silberne, oder? Ah, Geld haben wir ja also. Vielen Dank, Herr Halsabschneider. Ja, so langsam habe ich mich dran gewöhnt, Leichen zu schänden und Menschenfleisch zu essen. Hat nach all den Tagen überhaupt keine Auswirkung mehr auf einen. Außer, dass man Alkoholiker geworden ist. Na gut. Boah. Brauche auch hierfür ganze vier. Eine Fresse. Als Wucher. Transportstation für Zombies, oder? Jetzt Papier und Balken sollte ich eigentlich kriegen. Okay. Da kriegen meine Zombies was zu tun. Ja, Dave. Ich muss gleich einen neuen Arbeitsplatz kriegen. Oder auch noch nicht. Ich habe das Papier vergessen. Naja. Und eine neue Leiche ist da. Wunderbar. Entfernen wir gleich mal den Schädel oder Kopf, lebt sich leichter. Weil ich mal wieder Hunger habe, auch noch gleich das Fleisch. Ach, und Haut braucht doch auch nicht mehr. Seien wir auch ehrlich, wir brauchen die schon. Außer diejenigen, die noch Platz brauchen. Jetzt sammle ich später ein. Nehmen wir mal mit den Guten. Können wir gleich mal verbrennen hier.
Kann ich gleich mal das Papier holen. Gucken, haben wir es hier drin? Nee, haben wir natürlich nicht. Weißt du, was Papier ist, mache ich mir einfach welches. Sieht doch, den klaut keiner. Ihr wollt mich doch wohl verkackern. Gut getroffen. Ja. Sagen. Genau an der Stelle, wo ich das bauen kann. Hat es sich gemerkt. Mal gucken, ob er das auch bringen wird. Ein Passierschein. Ja, können wir natürlich machen. Wird Zeit, diesem Dreckskaffee nicht lebwohl zu sagen. Warum soll ich mir auch noch länger den Rücken krumm schuften, wenn ich hier rein wabrauen kann? Weg in die Stadt ist versperrt. Du brauchst einen Passierschein. Setze den Weg in die Stadt fort. Ich lasse mich von niemandem aufhalten, nicht mal von Gott selbst. Wieso solltest du dich auch selber aufhalten? Ja, weil er gleich stirbt. Nur ohnmächtig wird, sagen wir mal. Du bist so. Tot. Was? Wie? So, was soll wäre das? Ich glaube, ich wurde auf dem Weg zur Stadt vom Blitz getroffen. Ich habe es gespürt, ein alter, mächtiger Zorn. Komm mal schnell hier drüber. Es scheint, als würde jemand oder etwas dich nicht in die Stadt haben wollen.
Ich bin nicht sicher. Ja doch, eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass das alles übel für dich endet, wenn du so weitermachst. Also ich bin jetzt auch ein Schädel übel. Ah, ich muss dorthin, ich muss die magischen Gegenstände finden, ich muss nach Hause. Ich bin ein bisschen beleidigt, dass du versuchst, mich zu verlassen. Aber weil ich dein Freund bin, schlage ich vor, dass du dich mit Schlange im Kirchenkeller teilst. Ich glaube, er kann diese Gegenstände für dich finden. Er ist ein ziemlich geschickter Schurke. Du kennst Schlange? Ich rede ständig mit ihm. Ich verstecke mich in einem Haufen von Schäden und wir quatschen. Er glaubt, dass ich seine innere Stimme bin, deshalb erzählt er mir alles. Hat er dir irgendwas Interessantes erzählt? Als seine innere Stimme finde ich es höchst unpassend, dir das zu erzählen. In Ordnung, ich rede mit Schlange, vielleicht kann er ja helfen. Wow. Selbst Gott ist dagegen, dass ich hier schnell wieder fertig werde. Na gut, etwas Menschenfleisch bitte. Mal gucken. Ach, hier habe ich das ganze Papier gelassen. Schön zu wissen. Ach, und die Karotten sind fertig. Nur her damit. Oh Mann. Ach ja. Toll. Gerade das Wichtigste kann ich nicht aufheben. Scheiß Inventar. Würde ich doch eher ins Regal packen. Eine einzige. Das kann dauern. Karottenschnitzel. Das klingt doch lecker. Okay, das dauert da noch ein bisschen. Und da ist die nächste Leiche. Hallo Eselchen. Ach ja, die Haut sollte ich vielleicht vom letzten Mal noch aufheben.
Sehr schön. Oh Gott, ich brauche 12 Keramik und wie viele Leichen soll ich denn da verbrennen? Insgesamt 11 Leichen müsste ich versenken. Na, supi. Wird immer besser. Okay, es war wieder keine Sau. Stein, Holzplank und einfach Eisenstück. Was? Oh, schön, dich hier zu treffen. Heutzutage bin ich nicht mehr oft als Gast in der materiellen Welt unterwegs. Warum? Bist du wirklich an meiner Antwort interessiert? Oh, ich sag's dir. Ich wurde zum Aufseher dieses Friedhofs gewählt. Keine leichte Aufgabe, nicht alle Neuzugänge sind nett. So viel Druck. Armer Jorik. Danke fürs Zuhören, jetzt muss ich zurück an die Arbeit. Okay. Ich geh mal weit weg. Gut. Poliert habe ich schon mal. Das hat sich doch mal gelohnt. Tja, wer hätte gern Papier aus Menschenhaut? Hier haben wir schon Holzplanken. Ein Haufen Mehl. Metallschrott.
Hier haben wir noch welche. Ja, wenn man nicht alles selbst macht. Oh, hier könnte man auch eine Transportstation bauen. Na gut. Über Bratapfel-Doping. Der hätte auch gerne. Ja, wenn du für mich Eisenerz abbaust, kriegst du auch welche ab. Hier, bitte. Erst will ich Ergebnisse sehen. Natürlich, welche am weitesten weg bin. Naja, die werden ja eh verbrannt. Nur, ich komme noch raus, bevor die Cousins von Dracula wieder rauskommen. Brauche ich nicht von denen. Viel Spaß. Schauen wir doch mal.
Aha. Alchemiemühle. Mal gucken. Am besten gleich dahin. Schön viel Lebenspulver machen. Und haufenweise Zombiesaft. Der Wein dauert noch ein bisschen. Thank you.